Good morning once again. Noch einmal guten Morgen. In Nigeria we have a common saying. In Nigeria gibt es ein Sprichwort. In the Hausa language. Und zwar in der Sprache Hausa. Yawan gaisuwa yafi yawan fada. Das kann ich jetzt nicht wiederholen. Ohne nämlich zu blamieren. Meaning, too many greetings are better than too many fightings. Und das heißt also, so, dass man ganz oft grüßen kann und dass das besser ist, als wenn man immer miteinander kämpft. Let me begin by once again expressing my sincere thanks and appreciation to the organizers of Marathon 2024. Und ich möchte damit beginnen, dass ich nochmal meine Anerkennung und meinen Dank zum Ausdruck bringe für die Organisatoren des diesjährigen Marathons 2024. I am not only grateful, but I'm delighted and happy to be part of this marathon. Und ich bin nicht nur dankbar, sondern ich freue mich und ich bin glücklich darüber, dass ich Teil dieses Marathons sein kann. I think I won't be wrong if I say the 2024 marathon is for Africa. Und ich liege nicht falsch damit, wenn ich sage, dass dieser Marathon 2024 für Afrika ist. See there. Schaut darüber. The plan is that by the year 2030, every place, every country south of the Sahara should have Radio Maria. Und der Plan ist, dass bis 2030 alle Länder südlich der Sahara von Radio Maria vertreten sein sollen. I believe it is possible. Und ich glaube daran, dass es möglich ist. I am convinced. It is possible. Und ich bin davon überzeugt, dass es möglich ist. And in fact, it is happening. Und in der Tat findet es gerade statt. This morning I was in the studio. Heute Morgen war ich im Studio. And I saw the board. The money is trickling, trickling, trickling. Und dann habe ich diese wunderbaren Anzeigetafeln gesehen, wo dann immer der aktuelle Stand drauf ist und wo man dann sieht, wie viel gerade gespendet wird. Und es klickt immer weiter. And I saw that we already passed the 2 million mark. Und ich habe schon gesehen, dass wir die 2 Millionen Mark überschritten haben. It is my hope that we'll hit 5 million. Und es meine Hoffnung ist es, dass wir 5 Millionen erreichen können. I say it is possible because for God all things are possible. Und ich denke, dass es möglich ist, weil für Gott ist alles möglich. I am sure by tomorrow, when we shall be heading back to Frankfurt and then on to Africa, that myself, Father Hyginos and Father Dominic, we shall be singing that psalm, Psalm 126. Und ich bin überzeugt, dass morgen, wenn dann der Pater Dominik und ich uns wieder auf den Weg nach Frankfurt machen, um nach Afrika zurückfliegen, dass wir den Psalm 124 singen werden. It is a psalm of harvest. Und das ist ein Psalm, in dem es um die Ernte geht. When the Jews were bringing back harvest, you know, from the farms during harvest time. Und da geht es darum, wenn die Juden dann die Ernte einbringen, während der Erntezeit. They sing it. Dann singen sie. And it, in English, is part of it says, bringing in the sheep, sheep, bringing in the sheep. We shall come rejoicing, bringing in the sheep, bringing in the sheep, sheep, bringing in the sheep. We shall come rejoicing, bringing in the sheep. Und das heißt dann in Übersetzung, wir freuen uns daran, dass wir unsere Schafe nach Hause bringen und wie wir uns freuen. So if you are able, you watch Archbishop Matthew Manoso Ndangoso sitting on the plane, going back to Nigeria, singing, bringing in the sheep, and dancing because of what has happened here and the 2024 marathon.
Also sollte jemand dann auf dem Flug nach Afrika mit mir sein, dann kann er mich sehen, wie ich dann singe und tanze und sage, ich bringe die Schafe heim und ich freue mich dran. At this point, I would like to thank very sincerely the very generous donors that have been supporting the work of Radio Maria over the years. Und an dieser Stelle möchte ich meinen aufrichtigen Dank all den Spenderinnen und Spendern zum Ausdruck bringen, die so großzügig die Arbeit von Radio Maria über all diese Jahre hinweg unterstützt haben. Through their help, they have contributed immensely, and we cannot put value on their contributions towards the proclamation of the gospel message throughout the world. Und es gibt keine Worte, mit denen man es zum Ausdruck bringen kann, welchen hohen Wert wirklich dieser Beitrag hat zur Verbreitung der Frohbotschaft. Through Radio Maria, unreachable places have been reached with the gospel message, the kingdom of God, the kingdom of justice, love and peace. Und durch Radio Maria wird diese Frohbotschaft verbreitet, das Reich Gottes wird verbreitet, die Nachricht des Friedens und der Gerechtigkeit und der Liebe. And this is happening because of the kind generosity of the donors of Radio Maria. Und das alles ist nur möglich aufgrund dieser lieben und fürsorglichen und großzügigen Unterstützung der Spenderinnen und Spender von Radio Maria. If there were any word better than thank you, I would have used it. But since there is no better word than thank you, I say thank you in the Hausa language. Mungode so sei. Ja, und wenn ich ein besseres Wort hätte, als Danke zu sagen oder vergelt's Gott, dann würde ich es benutzen, aber so kann ich es nur in meiner eigenen Sprache sagen. We remain deeply and deeply indebted to all the benefactors of Radio Maria. Wir sind all den Wohltätern von Radio Maria von Herzen und von tiefster Seele dankbar. I say, may God bless you. Und ich möchte Sie dafür alle segnen. A common theme running through the readings of today. Und ein ganz allgemeines Ding, was wir heute auch in der Lesung gehört haben, is the word love. Ist das Wort Liebe. And you know, love, the word love, is the trademark of Christianity. Und Sie wissen, dass das Wort Liebe das Kennzeichen des Christentums ist. It is the distinguishing mark of Christianity. Das ist das, was uns unterscheidet als Christen. That is why Jesus said, by your love, he said to the disciples, by your love for one another, all will know that you are my disciples. Und deshalb hat Jesus auch gesagt, durch die Liebe, die ihr füreinander zeigt, werdet ihr erkannt werden, dass ihr meine Jünger seid. And we know that through an authentic love. Und wir wissen auch, dass durch diese wahrhafte, aufrichtige Liebe is sacrificial. Dass diese Liebe auch eine aufopfernde Liebe ist. Love without sacrifice is nothing. It's weil Liebe ohne Opfer nichts wert ist. And this is why in the gospel we've just listened to. Und deshalb haben wir gerade eben im Evangelium gehört. Jesus said. Etwas, was Jesus gesagt hat. Greater love. Es gibt keine größere Liebe. Has no man. Greater love has no man. Es gibt keine größere Liebe. That a man should lay down his life for his friends. Wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. The greatest thing you can do for anyone is to give your life for the person, to lay down your life for the person. And that is authentic love. And that is Christian love. And this is the kind of love that Jesus is talking about today in the gospel. Und es gibt keine größere Liebe als die Liebe, wenn ich wirklich mein Leben für jemanden hingebe. Das ist eine aufrichtige Liebe. Das ist die christliche Liebe. Das ist die Liebe, die Jesus uns schenkt. And Jesus didn't just tell us to give our lives for others. He gave his life for us. Und Jesus hat nicht gesagt, dass wir unser Leben hingeben sollen für den anderen. Er hat sein Leben für uns hingegeben. He died for us on the cross. Er ist für uns am Kreuz gestorben. This is sacrificial love. Und das ist diese aufopfernde Liebe. And this is Christian love. Das ist die christliche Liebe.
And this is the reason why the sacrifice of Jesus on the cross is the keystone, the cornerstone of God's love for humanity. Und deshalb ist dieser Tod Jesu Christi am Kreuz, dieses Opfer, das er für uns dargebracht hat, der wird zum Eckstein der Liebe und unseres Glaubens. Consequently, for us Christians, für uns Christen in Folge bedeutet das, to live is to give. Leben bedeutet zu geben. And to give is to live. Und geben bedeutet leben. Meaning, if our lives are not being shared with others, especially the needy, it is a dead life. Und wenn wir in unserem Leben nicht für die Bedürftigen da sind, für die Notleiden, dann ist es kein Leben. Therefore, the big question for you and for me and for all of us is. Und deshalb ist es die Frage, die ich mir stelle, die ihr euch stellt, die jeder sich stellen muss. How willing am I to sacrifice? Wie weit bin ich bereit, Opfer zu bringen? Even if not to the point of sacrificing my life, even if not for the point of sacrificing my life. Auch wenn ich nicht zu dem Punkt gebe, dass ich mein Leben hingebe. At least to the point of sacrificing my comfort and time for others. Und aber auf der anderen Seite kann ich zu dem Punkt gehen, wo ich sagen kann, dass ich ein Stück von meiner Bequemlichkeit aufgeben kann, um anderen zu helfen. This saying captures the point I'm trying to make. Und das, der folgende Spruch bedeutet das, was ich zum Ausdruck bringen möchte. It says, that man may last. That man may last. Und er sagt, der Mensch wird weiterleben. But never lives. Aber der nie lebt. Who much receives. Der viel empfängt. But gives nothing. Aber nichts gibt. So life is about sharing my life, your life, our lives with others, especially the poor and the needy. Und deshalb ist mein Leben, euer Leben, unser aller Leben, der Sinn besteht darin, dass wir zu geben, dass wir teilen. In other words, we live full human lives by sharing our lives and our possession with others. Das heißt, wir leben ein erfüllendes, vollständiges menschliches Leben, wenn wir es teilen und wenn wir uns selbst und auch unsere Besitztümer mit anderen teilen. You remember the last words of Jesus on the cross. Ihr erinnert euch an die letzten Worte von Jesus am Kreuz. He said, it is finished. Er hat gesagt, es ist vollbracht. And then he gave up. He died. Und dann gab er seinen Geist auf. It says a lot. Und das sagt ganz viel. By that Jesus is simply saying, I have given you everything I have, including my life. I have nothing more to give you. Und damit hat Jesus zum Ausdruck gebracht, ich habe euch alles gegeben, was ich euch zu geben hatte. Sogar mein Leben habe ich für euch hingegeben. So now you can understand why he said in the gospel of today, greater love has no man than to lay down his life for his friends. Und deshalb verstehen wir auch, warum er heute im Evangelium gesagt hat, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. And so our challenge is to live our lives fully for others. Und deshalb besteht die Herausforderung darin, unser Leben in Fülle zu leben für andere. Jesus lived for you, for me, for all of us. Und Jesus hat für dich, für mich, für uns alle gelebt. So, we pray today that the Almighty God. Deshalb beten wir heute darum, dass unser allmächtiger Gott will bless us to be generous with our lives and possessions with us. Dass unser allmächtiger Gott uns segnen möchte, dass wir großzügig sind mit unserem Leben, mit all unserem Hab und Gut. In other words, we pray for the grace to be generous with our three T's. Das heißt, wir beten darum, wirklich großzügig sein zu können in drei Bereichen. Namely, to be generous with our time, with our talent and with our treasure. Dass wir großzügig sind mit der Lebenszeit, die wir haben, mit unseren Talenten und mit dem, was wir mit unserem Hab und Gut, mit unserem Schatz.
In Matthäus Gospel, chapter 10, verse 8. Und wir lesen es in Matthäus, Kapitel 10, Vers 8. Jesus said, da sagte Jesus zu uns, freely, freely you have received, freely, freely give. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. We sing it, freely, freely you have received, freely, freely give. This is what love is about, sharing our life with others, sharing our possession with others. And this is the challenge that we have today in our world. Und das ist das, was Jesus von uns möchte, dass wir, weil wir wissen, dass wir umsonst empfangen haben, umsonst auch geben sollen. Und das die uns, ist das, was wir in unserem Leben tun sollen. So, geben. So, as we continue our drive towards 5 million, this is my target. Huh? Ja, und ihr seht schon, dass das hier meine Taktik ist. Jetzt komme ich wieder zurück auf das Thema. We pray that the Holy Spirit, who is the driving force behind every activity of the church, will enable us to reach our target, so that we continue to do the wonderful work that Radio Maria is doing around the world. Und deshalb beten wir darum, dass der Heilige Geist, er, der die treibende Kraft hinter all dem ist, was wir tun, dass er wirklich es bewerkstelligt, dass wir unsere wunderbaren Ziele, die wir uns gesetzt haben für diesen Mariathon, erreichen können. And so as we continue this drive, we pray that God will touch your heart as you listen to me now, and so that the ball will continue to run click, click, click and click. Und wir haben jetzt den Marathon noch vor uns. Wir machen jetzt dann noch weiter. Und ich bete darum, dass Gott Sie im Herzen berühren möge, dass Sie großzügig spenden, damit eben dann unsere Anzeigetafel weiterhin klicken kann.